Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hohn-Horvath. Diese Woche kamen weitere 2.800 Beatmungsmaschinen und beinahe 8 Millionen Masken in Ungarn an. Darüber schrieb der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten auf seiner Seite in den sozialen Medien. Peter Szijjártó formulierte in seinem Eintrag, sollte sich die Krankheit an anderen Orten der Welt ausbreiten, schließt das ihre Rückkehr nach Europa genauso nicht aus. Der Minister fügte hinzu, unsere Aufgabe sei es, unser System des Gesundheitswesens auf das Schlimmste vorzubereiten. So auf eine mögliche zweite Erkrankungswelle. Er ergänzte, das laufende Lockern der Beschränkungen könne nur dann mit Verantwortung aufrechterhalten werden, wenn zwischendurch die Beschaffung der zum Schutz nötigen Mittel laufend geschehe. Ab nächster Woche werden die Fragen der nationalen Konsultation zugesandt. Die Antworten könnten bis zum 15. August zurückgesendet werden, erinnerte der parlamentarische Staatssekretär des Amtes für des Ministerpräsidenten. Csaba Dömötör betonte, die Menschen dürften ihre Meinung sagen, beispielsweise darüber, welche Schritte sie im Zusammenhang mit dem Schutz vor der Epidemie als wichtigste erachten. Der Staatssekretär hob hervor, dass dies deshalb von Bedeutung sei, weil die wirksamsten Maßnahmen gegen die Epidemie jene seien, die eine hohe Unterstützung durch die Gesellschaft erfahren würden. Ab morgen muss zum Einstieg in Busse und Trolleybusse, in denen es auch schon vor der Epidemie so vorgeschrieben war, wieder die Fahrertür genutzt werden. In der Nacht werden die Absperrungen zum vorderen Teil der Busse entfernt, also kann wieder der gesamte Fahrgastbereich der Busse genutzt werden. Die Schutzmaßnahmen wurden Mitte März zum Schutz der Busfahrer eingeführt. Jetzt, beim Nachlassen der Epidemie, werden sie wieder abgeschafft. Beinahe 60% der Festivals werden in diesem Sommer ausbleiben. Dies stellte sich aus den neuesten Daten des ungarischen Festivalverbands heraus. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie könne man bis zum 15. August sicherlich keine Massenveranstaltung in Ungarn veranstalten. Die bereits verkauften Eintrittskarten müssen rückerstattet werden. Gleichzeitig bittet der Verband der Festivalgänger darum, wer es sich leisten könne, der solle den Preis der Festivalkarten nicht zurückverlangen, sondern sie für das nächstjährige Festival eintauschen. Ein großes Unwetter suchte Sonntagnachmittag viele Orte Ungarns heim. In der Hauptstadt und deren Umgebung war die Zerstörung besonders groß. Mit Sturzfluten mussten die meisten Orte kämpfen. Die Regenmassen überfluteten Straßen, strömten in Unterführungen, auch Eisregen kam vor. Vielerorts stürzten Bäume um, das Wasser verschaffte sich auch den Weg in die Häuser. Die Feuerwehr arbeitet seit dem Nachmittag ununterbrochen. Nur in der Hauptstadt wurde sie mehr als 350 Mal gerufen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.